Hallo zusammen in der zweiten Vorbereitungswoche für den Novitas BKK Innenhafenlauf. Ich hoffe, ihr habt letzte Woche fleißig mittrainiert und hattet euren Spaß. Wir gehen jetzt diese Woche in das Grundlagentraining. Bevor es losgeht, ruhig nochmal einen Schluck trinken, es ist warm draußen. Ihr bekommt heute so ein paar Technikübungen von mir an die Hand. Wir fangen aber erstmal genau wie letzte Woche mit so einer Mobilisation an, damit alle Gelenke einmal warm sind. Genau, und damit ihr euch nicht verletzt. Und dann geht's los. Wir fangen diesmal an, Hände auf die Knie und die Knie so ein bisschen kreisen. Auch da gilt, genau wie letzte Woche, macht das Ganze ruhig eine Minute. Nach der Hälfte der Zeit mal die Richtung wechseln. Wer will, kann auch richtig schön über die Fußaußenkanten gehen. Das ist auch was, was man durchaus noch ohne Schuhe machen kann. Wem das jetzt lieber ist, der kann das auch barfuß machen. Bewusst einmal in jede Ecke vom Fuß kommen. Kann auch zweimal die Richtung wechseln. Wenn ihr das gemacht habt, dürft ihr stehen bleiben. Stell dich auf ein Bein. Ich fange mit dem Stehen auf dem linken Bein an. Benutze zuerst das rechte und dann drehen wir die Hüfte. Auch hier gilt richtig schön nach vorne und nach hinten. Das heißt, das ganze Bewegungsausmaß wieder nutzen. Und man kann auch die Hüfte in beide Richtungen drehen. Dann dürft ihr das Bein einmal wechseln. Auch da gilt wieder beide Richtungen. Manchmal ist es nicht so einfach, das Gleichgewicht zu halten. Ist nicht schlimm. Nochmal von vorne anfangen. Und das Ganze auch in die andere Richtung. Auch da nicht wundern, das kann durchaus meine Hüfte so ein bisschen knacken oder knirschen. Das ist aber normal. Das darf das. So. Als nächste Übung nochmal die Ausfallschritte von letzter Woche. Ihr geht nach vorne. Nehmt diesmal die Hände hinter den Kopf, dreht einmal nach links, einmal nach rechts und kommt dann wieder hoch. Das gleiche natürlich auch mit dem anderen Bein. Bein nach vorne, rechts drehen, links drehen und die Seite wieder wechseln. Da kann es durchaus auch sein, dass der Rücken jetzt mal ein bisschen knackt. Auch das ist okay. So, wenn ihr jede Seite so zwei, dreimal gemacht habt, seid ihr, denke ich, bereit für unser Grundlagentraining. So, wir beginnen mit der ersten Übung aus unserem Lauf-ABC heute. Und zwar ist das die Fußgelenksarbeit. Hier ist es wichtig, dass immer der ganze Fuß abrollt. Ihr setzt den Fuß vorne auf und die Ferse berührt zuletzt den Boden. Arme werden schön mitgenommen, schön locker mitschwingen. So, im Anschluss gibt es jetzt für euch direkt die nächste Übung. Das ist so ein bisschen die Steigerung, und zwar sind das die Skippings. Das sind kleine, schnelle Bewegungen. Die Knie gehen schon etwas höher als gerade. Und auch da so 10 Meter. So, die nächste Übung für euch ist der Kniehebelauf auf einer Seite. Das heißt, ein Bein wirklich mal hochgezogen, das andere Bein geht gerade mit. Sieht wie folgt aus. Hier wechselt ihr irgendwann das Bein. So, als nächstes kommt der Hopserlauf. Ist vielleicht vielen aus der Schule noch ein Begriff. Wichtig dabei ist einfach, wir trainieren ein bisschen den Abdruck. Auch wichtig fürs Laufen. Locker nach oben.
Die ganze Übung ist ja jetzt gar nicht so einfach. Wir fangen an und steigern es trotzdem ein bisschen. Und zwar kommen die Prellhopser. Im Prinzip ein Hopserlauf in kürzerer Variante. Und zwar sieht das so aus. So, für alle Übungen gilt, ihr könnt die Übungen natürlich mehrfach wiederholen, ruhig so dreimal jede Übung. Und das Ganze über eine Distanz von 20 Meter, das wäre super, wenn ihr das schafft für den Anfang. Ja, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Wir haben natürlich auch diese Woche wieder eine Challenge für euch. Letzte Woche waren es 20 Minuten. Wir müssen uns ja ein bisschen steigern, der Lauf kommt ja näher. Also, diese Woche laufen wir 30 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.